In einem vom schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsminister in Auftrag gegebenen Gutachten empfiehlt das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, dem Beispiel von Dänemark, Frankreich und Schweden zu folgen und eine Pflanzenschutzmittelabgabe zu erheben. Das Konzept sieht eine Grundabgabe von 20 Euro je Hektar und Jahr für die maximal zulässige Aufwandmenge je Pflanzenschutzmittel vor. Ergänzt wird dieser Betrag um weitere Faktoren. Der Kostenanstieg pro Pflanzenschutzmittel allein durch den Basissatz veranschlagen die Umweltforscher auf mehr als 40% je Hektar und Jahr. Der Minister meint, die Landwirte würden zu hohe Mengen an Pflanzenschutzmitteln ausbringen und zur Umwelt, Biodiversität schaden. 80 Euro mehr Kosten pro Hektar. Diese Summe könnte im Schnitt auf die Landwirte zukommen, wird die Habeck-Steuer wahr. Die Steuer soll einen Anreiz bieten, möglichst wenig Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Das ist doch ein Gewinn für Landwirtschaft und Umwelt, Herr Burmeister. Wir setzen jetzt ja schon so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig ein. Und können aus heutiger Sicht nicht weiter reduzieren, um eventuelle Resistenzen zu bekommen. Sonst würde uns das nachher auf dem Acker so gehen wie heute in den Krankenhäusern mit multiresistenten Keimen. Sie haben ja nun eine besondere Frucht, die Kartoffel. Wie wirkt sich das bei der Frucht aus? Wir müssen ja irgendwo den Krautfäulepilz bekämpfen, wenn er denn da ist. So, und dazu brauchen wir eine gewisse Menge Wirkstoff, die wir heute mit einer guten Technik ausbringen. Und wenn wir das zu stark reduzieren, dann werden diese Pilze resistent und dann haben wir im nächsten Jahr keine Möglichkeiten mehr, diese zu bekämpfen. Aber Sie könnten doch erheblich Kosten sparen, wenn Sie den Einsatz reduzieren würden. Das machen wir jetzt ja schon. Das heißt, die Steuer auf Pflanzenschutzmittel wird nicht die Verwendung einschränken, sondern allein die Produktion verteuern? Die wird auf jeden Fall die Produktion verteuern. Meine Sorge ist natürlich, dass wir dann aus Drittländern oder Schwellenländern unsere Ware bekommen. Aus der letzten Ökotest-Zeitung kann man sehen, dass all diese Kartoffeln belastet sind mit Pflanzenschutzmitteln. Dort sind sie günstig. Dort ist die Unwissenheit sehr groß. Und dann passieren auch Sachen, die wir nicht haben wollen. Können Sie Pflanzenschutz ersetzen durch mehr ackerbauliche Maßnahmen, Striegeln, Hacken, was auch immer? Ja, kann man. Wird, wo es geht, auf den leichteren Böden auch gerne gemacht. Das würde aber ja auch zu mehr Kosten führen. Ja, die Durchfahrten sind auch nicht umsonst. Treibstoff ist auch teuer, Eisen auch. Was bedeutet das für Ihren Betrieb, wenn diese Steuer kommt? 80 Euro je Hektar, bei Kartoffeln sicherlich mehr. Was machen Sie dann? Einfach weiter? Nun ja, man muss sehen, wir verkaufen unsere Ware an den Lebensmitteleinzelhandel. Wenn andere Länder das billiger können, ist immer die Frage, wo kauft nachher der Handel bzw. der Verbraucher seine Ware? Wenn sie günstiger im Regal liegt, muss man dann sehen. Mhm. Wir haben die bestausgebildeten Landwirte im Land. Wir haben sehr gute Produktionsbedingungen und die Ware wird dann aus anderen Ländern kommen.